Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins im Elbe-Kanal. Wir haben Freitag, den 27. August 2021. Das sind unsere heutigen Themen. Wohnungsbrand. Großeinsatz in der Salzer Straße. Tierpatenschaften. So einfach lässt sich der Heimattiergarten unterstützen. Und 90. Geburtstag. Filmische Lesungen zu Ehren des Schönebecker Schriftstellers Erik Neutsch. Wie bereits gestern auf unserer Facebook-Seite angekündigt, kam es gestern im Zentrum Schönebecks zu einem Wohnungsbrand. Genauere Infos erfahren Sie in unserem ausführlichen Beitrag. In den Mittagsstunden am Donnerstag, den 26. August 2021, kam es zum Brand eines Geschäfts- und Mehrfamilienhauses in der Salzer Straße in Schönebecks Zentrum. Gegen 12:45 trafen bereits die Feuerwehr und Rettungskräfte ein und begannen sofort mit den Evakuierungs- und Löscharbeiten. Circa gegen 12.35 Uhr wurden die Kräfte der Tischerstraße und der Feuerwehr Bad Salzelm zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Auf der Anfahrt bzw. an der Einsatzstelle war die komplette Salzer Straße stark verqualmt, stark verraucht. Man konnte nicht genau erörtern, wo es dann herkam. Nach intensiver Lageerkundung hat man dann festgestellt, dass es im hinteren Bereich des Gebäudes, in unserem Hintergrund, auf dem Innenhof in Vollbrand ein fliegender Anbau brannte. Die Zugänglichkeit stellte sich sehr schwierig dar. Erst nach einer ganzen Weile konnte man die Tore gewaltsam öffnen, weil niemand von den Anwohnern Schlüssel zur Verfügung stellen wollte, hatte, wie auch immer. Daraufhin wurden zwei Trupps im hinteren Bereich zum Innenangriff vorgeschickt und ein Angriffstrupp noch von vorne in das Treppenhaus. Vor Ort in der Salzer Straße waren bis zu 50 Einsatzkräfte aus allen 6 Orts- und Stadtteilfeuerwehren vertreten. Im Gebäude selbst leben derzeit 17 Personen, welche das Haus aus eigener Kraft rechtzeitig verlassen konnten. Die Anwohner waren zum Eintreffen der Feuerwehr zum Zeitpunkt alle draußen. In den ersten Minuten, dadurch, dass das asiatische Mitbürger waren, die dort in massiver Weise in diesem Haus leben, war natürlich die Kommunikation auch recht schwierig in der Anfangszeit. Man konnte uns nicht eindeutig sagen, sind die Leute raus, sind die Leute nicht raus. Innerhalb der ersten 10 Minuten stellte es sich dann Gott sei Dank so weit dar, dass alle im hinteren Bereich draußen waren. Durch die Gassen und den Abstand zwischen den Häusern gab es außerdem keine Gefahr des direkten Übersprungs des Feuers auf die benachbarten Gebäude. Ein großes Problem hingegen stellten die fliegenden Anbauten auf der hinteren Seite des Gebäudes dar. So konnte sich das Feuer stark verbreiten, vor allem durch den Wind. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich das Problem dar, dass durch die massive Brandentwicklung im hinteren Bereich und der Wind, der ausgerechnet auch noch von hinten kam, sich das Feuer komplett in das Treppenhaus drückte, sodass es dann auch im vorderen Bereich eine Rauchgasdurchzündung gab, wodurch zwei Kameraden, die schon im Innenangriff waren, durch die Rauchgasdurchzündungen ausgeschleudert wurden in den vorderen Bereich. Die beiden Kameraden, Gott sei Dank, top ausgerüstet und die absoluten neuesten Sicherheitsklamotten an. Ihnen war nichts weiter war passiert. Sie sind ins Krankenhaus gekommen, wurden dort untersucht, alles soweit in Ordnung, sind auch danach wieder zur Einsatzstelle gekommen, wurden aber nicht weiter eingesetzt. Dort Gott sei Dank nichts weiter. Wir hatten noch im weiten Verlauf einen Kameraden, der Kreislaufprobleme hatte, aber das ist völlig normal. Wir hatten eine Uhrzeit von 12.30 Uhr. Die wenigsten hatten irgendwo schon gemittagbrotet bzw. hatten was getrunken. Das ist völlig normal. Die Hitzeeinwirkung bei dem Vollbrand war doch recht extrem. Und ein weiterer Kamerad hatte noch ein kleines Glas- oder Metallsplitter ans Auge bekommen. Das wurde auch durch einen niedergelassenen Augenarzt in der Nähe gleich behandelt. Der ist auch schon wieder an der Einsatzstelle, ist alles soweit in Ordnung. Durch die uralte Bauweise des Gebäudes mit vielen Zwischenwänden und Decken aus Stroh und Schilf konnte sich das Feuer problemlos in diesen hölzernen Zwischenräumen verbreiten. Weiteres Problem: Das gesamte Gebäude ist im hinteren Bereich mit massiven fliegenden Bauten, die mit mehreren hundert gebrauchten Kühlschränken, Waschmaschinen und Herden vollgestellt war, so verbaut, dass wir gar nicht dorthin kamen, wo der Brand war. Wir hatten einen separaten Raum, was früher wohl angeblich mal ein Gastraum war, wo eine geschlossene Tür war und davor standen noch Kühlschränke. Wir haben das gar nicht weiter erstmal
feststellen können, beziehungsweise die Lage dorthin erkunden können. Erst als es dann wieder sich massiv ausbreitete, haben wir dann festgestellt, dass dort noch ein Raum war, wo es ja noch gar keiner hinkam. Daraufhin mussten unsere Kräfte ungefähr 20 bis 30 gebrauchte Kühlschränke rausbewegen, um in den Raum zu kommen, der noch im Vollbrand stand, worüber sich das natürlich auch in die Decken und in die Zwischenräume weiter ausgebreitet hat. Derzeit wird mit einer Schadenshöhe von insgesamt 300.000 bis 400.000 Euro gerechnet. Zur möglichen Brandursache konnte bisher noch keine Aussage getroffen werden. Die Brandursachenermittlung der Polizei läuft weiterhin an. Also in der ersten und zweiten Etage ist teilweise die Decke eingestürzt. Dort sind jetzt noch zwei Trupps im Einsatz, die wie gesagt in diesen Hohlräumen noch mit sogenannten Netzwasser versuchen, die Glutnester zu erreichen. Wenn das nachher abgeschlossen ist, ist diese Wohnung in diesem Bereich absolut nicht mehr bewohnbar und auch nicht betretbar, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass da dort dann irgendwo was einstürzt. Im oberen Bereich wäre es rein theoretisch möglich, aber dadurch, dass das Treppenhaus so massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird das ganze Gebäude durch die Polizei gesperrt werden. Also wir übergeben das Gebäude der Polizei und die Polizei wird aller Wahrscheinlichkeit die Brandursachenermittlung dann aufnehmen und wird das Gebäude auch jetzt nicht freigeben können. Bis in die Abendstunden waren die Einsatzkräfte vor Ort mit der Sicherung des Gebäudes beschäftigt. Alle Bewohner konnten fürs Erste bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden. Ein großer Dank gilt den Kameraden der örtlichen Feuerwehren, die unermüdlich für unsere Sicherheit kämpfen und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen. Das waren unsere Eindrücke zum Großbrand im Zentrum Schönebecks. Kommen wir nun zu den kurzen Nachrichten der Region Schönebecks. Die Nachrichten werden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Ohne Gesundheit keine Kultur, ohne Gesundheit keine Tradition. Der Salzlandkreis wird deshalb in den kommenden Wochen das Impfangebot zum Schutz vor dem Coronavirus noch einmal erweitern. Sowohl das Erntedankfest als auch der Kultursommer an den nächsten drei Wochenenden mit den vielen Besuchern in Aschersleben, Bernburg und Schönebeck bieten sich hierfür an. In den vergangenen Tagen schaffte die Kreisverwaltung die Voraussetzung für die Impfaktion im Rahmen der Events. So wird die Impfstation im Ballhaus in Aschersleben in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, Hilfsorganisationen und der Kassenärztlichen Vereinigung am kommenden Wochenende jeweils von 10 bis 16 Uhr öffnen. Eine voll ausgestattete Impfstation des Salzlandkreises wird es auch auf dem Gelände der Hochschule in Bernburg-Strehensfeld in der Nähe des Eingangs geben, um noch nicht geimpfte Besuchern des historischen Erntedankfestes ab 10 Uhr ein Angebot vor Ort unterbreiten zu können. Erstimpfungen sind jeweils ohne Anmeldung möglich. Während in Aschersleben die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung stehen, wird beim Erntedankfest ausschließlich der letztgenannte Impfstoff verabreicht, von dem nur eine Impfung notwendig ist. Notwendige Zweitimpfungen können bei einem niedergelassenen Arzt oder bis Ende September beim Salzlandkreis vorgenommen werden. Mitbringen müssen Impfwillige den Impfpass sowie ihre Krankenkassenkarte. Ein ganz besonderes Jugendprojekt findet diese Woche in Schönebeck statt. Fünf Jugendliche und eine Begleiterin aus der litauischen Partnerstadt Trakai besuchen vom 22. bis 27. August 2021 die schöne Elbstadt. Hierfür hat die Stadt und der riesige Städtepartnerschaftsverein Schönebeck e.V. ein umfangreiches Programm vorbereitet. Unter anderem werden die Gäste von Oberbürgermeister Bert Knoblauch im Rathaus empfangen. Und es sind neben einer ausführlichen Stadtführung durch Schönebeck auch Ausflüge nach Magdeburg geplant. Eines der Highlights bildet sicherlich der große Festabend am Dienstag. Die ersten Kontakte zwischen den Jugendlichen wurden bereits am Sonntag bei der Anreise geknüpft. Zahlreiche Partner beteiligten sich an den Austausch und unterstützen das Projekt. Die Stadt Schönebeck sucht für beide Marktplätze jeweils einen schönen Weihnachtsbaum. Wie bereits in den zurückliegenden Jahren haben die Bürger wieder die Möglichkeit, einen Baum zu spenden. Beide Bäume sollten gut gewachsen und der Standort gut zugänglich sein. Der Baum für den Marktplatz in Bad Salzelm sollte eine Mindesthöhe von 9 Metern nicht überschreiten und im einzusetzenden Teil dem Stamm einen Durchmesser von 30 bis höchstens 50 cm nicht überschreiten. Die Tanne für den Marktplatz Schönebeck sollte im einzusetzenden Teil mindestens einen Durchmesser von 50 bis höchstens 70 cm haben. Die Baumhöhe sollte 10 Meter nicht überschreiten. Das Fällen und Abtransportieren der Bäume organisiert der Eigenbetrieb Städtischer Bauhof. Wer in diesem Jahr eine Tanne spendet,
spenden möchte, wird gebeten, sich schnellstmöglich im Sachgebiet Kultur und Sport unter der Rufnummer 03928 71 05 61 zu melden. Die Spender sollten aus der Region Schönebeck einschließlich der Ortschaften Plötzky, Prizin und Ranis kommen. Klaus-Dieter Stein feiert gemeinsam mit Ehefrau Ingrid nach 60 glücklichen Ehejahren die gemeinsame diamantene Hochzeit. Kennengelernt hat sich das Paar an ihrem damaligen Arbeitsplatz in der Lederfabrik in Wolmirstedt. Nach ihrer Hochzeit bewirtschafteten sie leidenschaftlich gern gemeinsam einen Garten mit Bungalow und Gewächshaus. Mit ihrem Umzug von Wolmirstedt ins betreute Wohnen nach Schönebeck kann sich das Paar auf die gemeinsame Zeit mit ihren 2 Kindern, 4 Enkeln und den 4 Urenkeln freuen. Zu Beginn der diesjährigen Sommerferien fand eine 4-tägige Ferienfreizeit für 30 Schönebecker Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren am Bootshaus Delfin statt. Organisiert und veranstaltet wurde diese von verschiedenen Projekten des Rückenwind e.V. in Schönebeck. Die Finanzierung war möglich durch die Partnerschaft für Demokratie. Diese 4 Tage waren voller besonderer Erlebnisse für alle Teilnehmer. So erlebten sie erlebnispädagogische Gruppenspiele, abwechslungsreiche Kreativangebote, Sport im Freien und Yoga als Methode zum täglichen Ausgleich. Am letzten Tag fand eine erlebnisreiche Kanutour von Barbie bis zum Bootshaus in Schönebeck statt. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Sommercamp am Bootshaus Delfin geben. Hinter den Keglern der Union 1861 Schönebeck liegt das letzte Vorbereitungswochenende vor ihrem Saisonstart. Samstag früh begann das erste Spiel in Thüringen. Die teilnehmenden Mannschaften waren die SPVGG Rudolstadt, der SKC Viktoria 1947 Bamberg, die Union 1861 Schönebeck und Familie Barth, welche mit vereinten Kräften gegen die jeweiligen Teams antraten. Da es bei diesem Turnier vorwiegend um den Spaß ging, war keiner der Akteure zu sehr auf den Sieg verbissen, was gute Leistungen jedoch nicht im Wege stand. Am Ende des Tages gewann Rudolstadt das Turnier vor Familie Barth, Bamberg und Schönebeck. Am Sonntagmorgen suchten die Erstligafrauen des SV Pöllwitz kurzfristig einen Testspielgegner, nachdem die Schönebecker Frauen ihrerseits absagen mussten, sodass die Union Männer kurzerhand für sie einsprangen. Der Wettkampf zwischen dem Erstligisten SV Pöllwitz und den Männern der Union 1861 Schönebeck endete mit 1:7 Mannschaftspunkten recht deutlich für den Zweitligisten. Diese Begegnung war der perfekte letzte Prüfstein vor dem kommenden Saisonauftakt im September. Bis zum 12. September laden regionale Künstler, Kulturschaffende und Vereine unter freiem Himmel ein, in Neustadt Kultur gemeinsam mit allen Salzländern zu feiern und zu genießen. Dafür haben sich der Salzlandkreis, der Förderverein des Salzlandtheaters Staßfurt, die Aschersleben Kulturanstalt, die Bernburger Theater- und Veranstaltungs-G GmbH und die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck als Projektpartner zusammengeschlossen. Der Eintritt ist frei, Fördermittel vom Bund und die auch finanzielle Beteiligung des Salzlandkreises machen es möglich. Maximal werden 3 Euro als Kulturabgabe erhoben für Einlassbändchen bzw. Karten für Abendveranstaltungen. Und für Schönebeck sei besonders die Einbindung von Künstlern und Vereinen der Stadt und aus ihrer Umgebung ein großes Anliegen des Kultursommers 21. Der Salzblumenplatz und die Elbe geben dem Kultursommer noch die richtige Kulisse zum Finale. Der Salzlandkreis ist einer der 5 Bewerber aus Sachsen-Anhalt, die mit ihren Konzeptanträgen bei der Kulturstiftung des Bundes Erfolg hatten und aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustadt Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur- und Medienförderung erhielten. Infos zu dem Programm gibt es auf der Homepage des Salzlandkreises unter kultursommer21.salzlandkreis.de. Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Filteranlage bleibt die Schwimmhalle vom 14. August bis einschließlich 1. September 2021 geschlossen. Nach 12 Jahren müssen die Filter erneuert werden. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Datenlage wurde eine allgemeine Covid-19-Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige ausgesprochen. Nachdem diese Meldung gestern bekannt wurde, wird auch der Salzlandkreis in seinem Impfzentrum dieser Empfehlung folgen und entsprechende Impfungen anbieten. Bisher war das erst ab 16 Jahren mit dem zugelassenen Impfstoff möglich. Zum Einsatz kommt der für die Altersgruppe zugelassene mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Noch bis zum 27. August können sich alle Impfwilligen ohne Termin und völlig unkompliziert eine Erstimpfung im Impfzentrum in Staßfurt holen. Danach werden dort nur noch die notwendigen Zweitimpfungen verabreicht, wie die Kreisverwaltung bereits informiert hatte. Ende September wird der Betrieb der Impfzentren im Land eingestellt.
im Kunstatelier Malerei, Grafik und Linoldruck der KVHS in Schönebecks Tischlerstraße 13a können Kinder ab 7 Jahre verschiedene künstlerische Techniken kennenlernen. Bei einem Kurs mit insgesamt 7 Veranstaltungen werden sie Freude am Experimentieren und Ausprobieren haben. Mit Acrylfarbe, Pastellkreide, Zeichenstifte, Tusche und Feder und anderen Materialien. Unter fachlicher Anleitung des professionellen Künstlers Jan Focke lernen die Kinder Schritt für Schritt ihre Sinne zu schärfen, Objekte genau zu beobachten und das Gesehene auf Papier oder Leinwand zu übertragen. Kursbeginn ist Freitag, der 3. September 2021. Im 14-tägigen Rhythmus hat das Kunstatelier KVHS dann geöffnet bis Jahresende. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse notwendig. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter kvs.salzlandkreis.de oder telefonisch unter 03471 68 46 24 110. Am Sonntag, den 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Für einen reibungslosen Ablauf dieser Wahl ist die Stadt Schönebeck auf Mithilfe angewiesen. Gesucht werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Bildung der Wahlvorstände. Für die Ausübung dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, in der Bundesrepublik Deutschland, vorzugsweise in der Stadt Schönebeck, den Hauptwohnsitz hat und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, erfüllt bereits alle Voraussetzungen, die an Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gestellt werden. Für weitere Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an das Wahlbüro der Stadt Schönebeck telefonisch unter 03928 71 01 20 oder per E-Mail an wahlamt.spk@schönebeck-elbe.de. Die Stadt Schönebeck bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Staßfurt einen weiteren Service zur Unterstützung junger Menschen bei der Berufsorientierung an. Nachdem in diesem Jahr erstmalig ein regionaler Ausbildungskatalog erstellt und im Juli kurzfristig mehrere Betriebsbesichtigungen für Schülerinnen und Schüler aus Schönebeck organisiert wurden, wird es mit dem digitalen Studien- und Berufsorientierungstag SBOT im Oktober ein weiteres Angebot geben. Aufgrund der vermutlich unsicheren Corona-Lage im Herbst findet die Messe zum zweiten Mal ausschließlich digital statt. Der digitale S-Bot findet über den gesamten Oktober statt und soll vor allem an den Schulen in den Unterricht integriert werden, so Stefan Bayer. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder Laptop, der Zugang zur Webpräsenz kann von fast jedem Endgerät aus erfolgen. Ziel der gemeindeübergreifenden Kooperation ist es, die Unternehmen bei der Besetzung offener Lehrstellen zu unterstützen und die Fachkräfte von morgen im Salzlandkreis zu halten. Die nächste Fischerprüfung des Salzlandkreises findet am 25. September um 9 Uhr in der Förderschule Otto Dorn in Bernburg statt. Die künftigen Anglerinnen und Angler können sich wieder von zu Hause aus online zur Prüfung anmelden und so den Weg zur Kreisverwaltung für die Anmeldung ersparen. Unter der Adresse fischerprüfung.salzlandkreis.de ist ein Anmeldeformular auszufüllen. Gegebenenfalls erforderliche Anlagen sind ebenfalls sofort herunterzuladen. Die Teilnehmerzahl ist auf 85 begrenzt. Die Anmeldefrist läuft bis einschließlich 30. August 2021. Die Flohmärkte 2021 in Schönebeck-Bad Salzelmen an der St. Johanneskirche finden am Samstag, den 26. Juni sowie den 31. Juli und den 28. August in der Zeit von 9 bis 14 Uhr statt. Angeboten und angekauft wird unter anderem alter Hausrat, Spielzeuge, Bücher, technische Geräte oder Bekleidung. Alle aufgeführten Artikel können auch als Spende für die Kirche abgegeben werden. Die erhobenen Standgebühren von 4 Euro pro Meter werden nur für den Erhalt der Kirche verwendet. Für Kinder ist die Teilnahme am Flohmarkt kostenfrei, wenn sie lediglich eigenes Spielzeug anbieten. Anfragen können Sie telefonisch unter 039 291 77 37 3 einreichen. Die Sperrung des Verkehrsknotens Wilhelm-Helge-Straße am Malzmühlenfeld und Gabsner Straße wird bis zum 31. August diesen Jahres verlängert. Grund ist die Verlegung einer Fernwärmetrasse. Auch das Halteverbot in der Straße am Stadtfeld für die Ersatzhaltestelle bleibt bis zum 31. August bestehen.
Die Böttcherstraße in Schönebeck wird in der Zeit vom Mittwoch, den 4. August bis Dienstag, den 31. August 2021 im Bereich des Verkehrsknotens Hermannstraße-Maxim-Gorki-Straße voll gesperrt. Aus der Richtung Salzer Straße kommend ist die Straße bis zur Agentur für Arbeit befahrbar. Aus der Richtung Felgelebener Straße kommend ist die Straße bis zu den Hausnummern 9 bzw. 44 frei. Die Hermannstraße wird zwischen der Republikstraße und Böttcherstraße ebenfalls als Sackgasse ausgewiesen. Eine Wendemöglichkeit für Schwerverkehrsfahrzeuge besteht in den drei genannten Straßenabschnitten nicht. Aufgrund von Erneuerung der Strom-, Wasser- und Fernwärmeleitungen muss die Karl-Liebknecht-Straße in Schönebeck zwischen den Straßen am Stadtfeld und Rosa-Luxemburg-Straße für den Gesamtverkehr voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt auch für den Fußgängerbereich und dauert bis voraussichtlich 31. August diesen Jahres. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Straße Kunstanger in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Zeitraum vom 6. September 2021 um 18 Uhr bis 10. September 2021 um 8 Uhr aufgrund von Arbeiten am Bahnübergang vorgenommen. Die Sperrung betrifft auch den Fußgängerverkehr im Gehwegbereich. Ab Montag, den 30. August 2021, wird die Wüstenhofstraße bei Hausnummer 4 für den Verkehr gesperrt. Grund hierfür ist ein Schachtaustausch. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 10. September. Am Montag, den 3. Mai 2021, wird mit dem grundhaften Ausbau der Maxim-Gorki-Straße in Schönebeck begonnen. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung stattfinden und etwa 6 Monate in Anspruch nehmen. Im Bauzeitraum wird es nicht möglich sein, die Grundstücke mit Kraftfahrzeugen zu erreichen bzw. zu verlassen. Anlieger werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereiches zu parken. Die fußläufige Zuwegung zu den Grundstücken und die Möglichkeit des Herankommens für Rettungsfahrzeuge werden durchgängig gewährleistet. Die Abfallbehälter sind an den entsprechenden Entsorgungstagen außerhalb des Baubereiches an der Böttcherstraße bzw. am Breiteweg abzustellen. Die Stadt Schönebeck bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Die Nachrichten wurden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Zurück aus den Kurznachrichten begleiten wir den Bierer Berg bei neuen Patenschaften. Sehen Sie mehr. Der Heimattiergarten Bierer Berg bietet neben den Tieren, dem Spielplatz und einem Bistro auch die Möglichkeit, Tierpate zu werden. Hierbei sind neben dem finanziellen Aspekt auch weitere Punkte für die Tierpfleger von großer Bedeutung. Zum einen ist es der Bezug der Menschen, der Besucher zum Park, was ich wichtiger finde als der Geldwert. Aber der Geldwert ist für uns natürlich wichtig, weil es ein großer Teil ist, der dazu beiträgt, diesen Park einfach zu erhalten. Als erstes durften sich vergangen Dienstag 2 Schneehasen über eine neue Tierpatin freuen. Die junge Shiva bekam von ihrer Oma die Tierpatenschaft geschenkt. Beide pflegen eine persönliche Bindung zu dem Heimattiergarten und eine lange Besuchertradition. Neben den 2 Schneehasen bekamen auch die 2 Enkel von Doris eine Patenschaft für Meerschweinchen als Geschenk. Ja, also ich bin Doris Kalusche. Ich wohne hier in Schönebeck, Bad Salzelm. Und das sind meine Enkel Jonas und Janis. Die wohnen beide aber in Magdeburg. Und weil sie eigentlich sehr tierlieb sind, habe ich mir gedacht, ach, schenkst du mal zum Geburtstag eine Patenschaft für ein Meerschweinchen. Ich selber habe auch eine Patenschaft, die ist schon 4-mal verlängert worden. Und ich finde das auch schön, kann man den Tierpark mit unterstützen, wenn man diese Patenschaften macht. Und die beiden haben sich auch gefreut drüber, sind sehr tierlieb. Und wir gehen öfters hier hoch, wenn sie da sind, und gucken uns die Tiere an. Auf dem Spielplatz wird natürlich dann auch gegangen. Das ist das Wichtigste hier oben. Zumindest für die beiden erstmal. Der Heimattiergarten freut sich auf jede Patenschaft. Diese kann von jedem Interessenten individuell abgeschlossen werden. Also im Durchschnitt kann man sagen,
dass wir alle zwei Tage eine Patenschaft haben. Es will nicht jeder die Patenschaft vor Ort abschließen, aber manche kriegen die auch nur zugeschickt als Urkunde und was es noch dazu gibt. Aber im Durchschnitt kann man sagen, alle zwei Tage. Wurde nun auch bei Ihnen das Interesse an einer Patenschaft im Heimattiergarten geweckt? Ganz einfach können Sie sich vor Ort einen Flyer abholen oder über die Website des Bierer Berg www.bierer-berg.de informieren. Egal ob groß oder klein, jedes Tier freut sich auf einen neuen Paten. Der Bierer Berg ist jederzeit ein Besuch wert. Wir präsentieren Ihnen nach einer kurzen Werbepause die Vorlesung Erik Neutsch. Genießen Sie die besten Steaks und Grillspezialitäten in Ihrem Steakhaus Los Gauchos in Schönebeck. Lassen Sie sich im modernen und stilvoll eingerichteten Restaurant verköstigen, entspannen Sie bei einer Tasse Kaffee oder stoßen Sie mit einem leckeren Cocktail an. Auch die Terrasse bietet im Sommer ein angenehmes Ambiente, um mit Familie und Freunden die besten argentinischen Spezialitäten zu genießen. Reservierungen und Bestellungen werden telefonisch unter 03928 42 56 16 1 oder 0179 74 66 50 1 entgegengenommen. Für einen noch bequemeren Ablauf steht Ihnen auch die Los Gauchos App im Download im Apple App Store und bei Google Play zur Verfügung. Das Team vom Steakhouse Los Gauchos freut sich auf Ihren Besuch. Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Bei Kids, Ambiente für Tisch und Küche, finden Sie alles von der Geburt über die Einschulung bis hin zur Jugendweihe. Überraschen Sie Ihre Liebsten beispielsweise mit einem niedlichen Kinderbesteck samt persönlicher Gravur. Bis zum 31. August zahlen Sie dafür anstatt 14 Euro nur 5 Euro. Und passend dazu bietet Kids auch noch Geschirr aus Bambus, Melanin oder Porzellan an. Ob märchenhaft, verspielt, bunt oder mit lustigen Figuren verziert. Hier ist für jeden etwas dabei. Brotdosen und Trinkflaschen sind der perfekte Begleiter für die Schulzeit. Auch hier finden Sie bei Kills verschiedene Motive, die Kinderaugen strahlen lassen. Für junge Erwachsene hält das Sortiment ebenso etwas bereit. Witzige Spardosen, Besteck oder den Mac-Egg. Perfekt für den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Besuchen Sie uns am Markt 5 in Schönebeck. Erdgas und Strom von EMS. Wir beraten Sie gerne im Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 in Schönebeck. Wir freuen uns auf Sie! Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse begeistert seit vielen Jahren mit Qualität und Expertise. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Genießen Sie in der gemütlichen Imbissecke frisch vor Ort zubereitete Sojanka oder ein saftiges Schnitzel. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: frische Schweineleber, 100 Gramm zu 35 Cent. Frische Rippchen, 100 Gramm zu 60 Cent. Nacken ohne Knochen, 100 Gramm zu 85 Cent und Kochfleisch, 100 Gramm zu 79 Cent. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender.
Zurück aus der kleinen Unterbrechung präsentieren wir Ihnen jetzt die Vorlesung Erik Neutsch. Die Stadt Graubrücken liegt in einem Bogen der mittleren Elbe. Im Norden und im Osten wird sie von dem grau und träge dahinfließenden Fluss begrenzt, dessen tückische Hochwasser allerdings früher nicht selten die Deiche zerbrachen und die Wiesen und Wälder an den Ufern überschwemmten. Hier erreicht man die Stadt nur über eine Brücke. Auf der Landseite hingegen, die sich bis zu den kahlen Hügeln am Ende des einstigen Urstromtals erstreckt, besitzt sie auch für das Auge ungehinderten Zugang von allen Seiten. Um uns dehnt sich die Börde, Kultursteppe. Im Sommer flimmert die Luft darüber, ein leichter Wind streicht durch reifende Kornfelder, deren endlos scheinende Fläche nur hin und wieder von Obstbaumzeilen an Chausseen und Masten von Starkstromleitungen unterbrochen ist. Schon von Weitem erkennt man, neben Kirch- und Wehrtürmen aus dem Mittelalter, das Gradierwerk, eins der wenigen, die in Deutschland erhalten blieben. Friedrich II. Befahl seinen Bau. Er war es auch, der den Grundriss für die heutige Stadt formte, indem er drei Orte mit Kolonistenstraßen verbinden ließ. Der Heilsamkeit der Luft, von ein paar findigen Knappschaftsärzten entdeckt, verdankt dann auch der dortige Ortsteil seinen heutigen Namen. Bad Solau. Dazu die Kurhäuser in meist klassischem Stil und die Villen inmitten grüner Parks. Ansonsten fällt an der Stadt nichts Besonderes auf. Die Industrie ist hier zu Hause, ursprünglich im Gefolge der Salzgewinnung entstanden, seit dem vorigen Jahrhundert jedoch mehr und mehr von chemischen Betrieben und Maschinenfabriken geprägt. Zwischen Felden, das den Südosten einnimmt, und der Stadt, entstanden infolge der anwachsenden Industrie mehrere Arbeitersiedlungen mit idyllischen Namen wie Sonnenschein, Edelweiß und Lerchenschlag. 11. April 1945. An der Grabenwand lehnte ein Junge von 14 Jahren. Mitternacht musste vorbei sein, doch genau wusste er es nicht. Er besaß keine Uhr. Wiederum nahm er sich vor, sich als erstes, sobald er die Lehre antreten und selbst Geld verdienen würde, eine Armbanduhr zu kaufen. Aus Edelstahl und mit Leuchtziffern. Als zweites einen Packen Bücher, Werke von Schiller und Körner. Forstelefe wollte er sein, an Lagerfeuern Geschichten erzählen und den Tieren, dem Eisvogel besonders, den er noch nie gesehen hatte, bis in die Bruthöhlen folgen. Doch weiter kam er mit seinen Zukunftsträumen nicht. Scheinwerferblitze durchzuckten von fernher die Dunkelheit und nahmen ihn wieder in Anspruch. Oder waren es Mündungsfeuer? Bis in den späten Abend hinein war das dumpfe Grollen einer Kanonade nach Felgen gedrungen. Die Bomben fielen. Sie krepierten einem Zug von Häftlingen, der aus dem Konzentrationslager Dora kam, sich seit Tagen vom Harz herab durch die Börde schleppte. Die Bomben durchschlugen das Dach einer Turnhalle, die zum Lyzeum in Bad Solau gehörte und in welcher Greise und Kinder schliefen, völlig erschöpft nach dem langen Treck. Glieder wurden gegen die Wände geschleudert, ehe auch sie zusammenbrachen.
Sie schütteten ein Massengrab zu. Selye und Belut wurde getroffen, eine der ältesten chemischen Fabriken der Stadt, in der auch in dieser Nacht noch Zündhütchen für Geschosse produziert wurden. Die Erde brannte, der Asphalt schmolz und der Himmel darüber tat sich auf, wie Achim Steinhauer noch vor kurzem herbeigesehnt hatte. Ein ohrenbetäubender Lärm. Die Glutwelle der Explosion zischte über den Grabenrand, warf Gesteinsbrocken auf die Brüstung. Dann war Stille. Unheimliche Stille. Nicht einmal das Raunen des Windes war zu hören. Hinter dem Damm der Eisenbahnlinie Magdeburg-Leipzig beginnen die ausgerichteten Reihen der Zwillingshäuser, mit Satteldächern gedeckt und von Obst- und Gemüsegärten umgeben. Hier, in der Siedlung Lerchenschlag, wohnte Achim Steinhauer. Sein Vater, gelernter Glasbläser, später Former, war mitten im Kriege an Silikose gestorben. Seitdem lebte Achim mit der Mutter allein im Erdgeschoss. Das aus dem nunmehr gemeinsamen Schlafzimmer, der guten Stube so genannt, weil sie nur an Festtagen benutzt wurde, und der Wohnküche bestand. In der Dachkammer hatte sein Bruder Lothar gewohnt. Und obwohl er bereits kurz nach Kriegsausbruch, kaum 20-jährig, in Frankreich gefallen war, wohnte er eigentlich immer noch dort, ging sein Schatten darin um. Achim fand für sich bald eine neue Unterkunft, die er, je mehr er sie nach seinem Geschmack einrichtete, für weit romantischer hielt als die Kammer im Dachgeschoss. Er hatte sich auf dem Heuboden über den Ställen einen neuen Verschlag gebaut. In diesen Raum zog es ihn jetzt, nachdem die Panzer ihn überrollt hatten. Er wollte allein sein, sich nur seinen Gefühlen hingeben, denken, träumen und doch wusste er keine Antwort auf das und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Hanna Steinhauer kam zurück. Ihre Holzpantoffeln klapperten über den Hof. »Wo ist mein Junge, mein armer Junge?« rief sie. Als die Mutter ihren Sohn erblickte, bei heilen Gliedern entrang sich ihrer Brust ein heiserer, gurgelnder Schrei. Alle durchlittene Qual der letzten Stunde presste sie aus sich heraus. Kopflos vor Glück rannte sie in das Haus. Ich wurde am 21. Dezember 1945 verhaftet. Werwolfverdacht aufgrund einer Verschwörung. Was sich dann alles daran anschloss, sich in dem Dreivierteljahr danach für mich ereignete, war, um sich eines Begriffes von Gorki zu bedienen, die Universität meines Lebens. Ich kam aus dem Gefängnis als ein anderer Mensch heraus, als ich hineingegangen war. An diesem Winterabend war ich auf den Tag 14,5 Jahre alt. Und meinen 15. Geburtstag verbrachte ich dann mitten im Juni, zusammengepfercht mit vier anderen, in einer völlig überhitzten Zelle, die nur für einen Mann gedacht war. Bis dahin hatte ich Höllenstationen durchlaufen. So jedenfalls für die Psyche eines Jungen meines Alters. Die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt, mit den hässlichsten Gepflogenheiten und skurrilsten Ansichten. Und ich, so etwas wie auf der Sinnsuche nach meiner Existenz. Unser Toilettenpapier bestand aus Bergen von Verpackungstüten. Die glatten, unbedruckten Innenseiten eigneten sich vorzüglich dafür, sie wie Blätter von Schreibblöcken zu benutzen. Da ich aber weder Federhalter noch Tinte zur Verfügung hatte, brach ich aus dem Holzstuhl ein griffelähnliches Stück heraus und zerkaute es an der einen Spitze.
dadurch recht fasrig geworden, nahm sie die mit Spucke verrührte braune Tünche des Streifens auf, der den Ölfarbesockel von der Schlemmkreide der oberen Zellenwandhälfte trennte. Und ich konnte, wenngleich zwar mühselig, so doch leserlich Wort für Wort aufmalen. Und noch eins brachte ich aus der Gefangenschaft in die Freiheit mit. Ich hatte zwar ohne mein Wissen oder gar Zutun einen anderen Vornamen erhalten. Hieß nunmehr statt Erich Erik. Die Änderung meines Namens in den Entlassungspapieren rührte daher, dass die Russen unser deutsches CH nicht weich aussprechen konnten und daraus ein großes K machten. Man drängte mich, an das, sowohl von Lehrern als auch Schülern, noch ziemlich bürgerlich besetzte Realgymnasium zu gehen. Zunächst aber musste erst einmal meine Mutter davon überzeugt werden. Denn sie hatte noch nie erlebt, dass einer aus der Arbeiterschaft, wie sie sagte, der eine höhere Schule besucht hatte, seine Herkunft später nicht verleugnet hätte. Erleichternd für sie wirkte sicherlich, dass es ja zum Teil die alten Weggefährten meines Vaters waren, die mich zum Gymnasium schicken wollten. Und denen konnte sie nicht misstrauen. Außer einer gehörigen Portion Neugier, sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen, habe ich nichts Nachteiliges über mich bei meinen Mitschülern bemerkt. Im Stoff der Fächer, die mich interessierten, Deutsch, Geschichte, Geographie, fühlte ich mich bald sehr sicher. Kaum einer schrieb bessere Aufsätze als ich. Und außerdem hielt ich die meisten Schüler in meiner und der Parallelklasse für nichts weiter als Penela, für Milchbubis. Ich hingegen war in dem einen Jahr nach dem Krieg ein Mann geworden. Zwar mit Flausen im Kopf und noch nicht gefestigten Gedanken, aber ein Mann. Das Einzige, was mir noch anheftete und wessen ich mich schämte, war, dass ich gelegentlich partout den Dativ nicht vom Akkusativ unterscheiden konnte und daher echt magdeburgerisch mir und mich verwechselte. Sehr schnell, schon nach wenigen Wochen, hatte sich herausgestellt, dass ich im Rezitieren von Gedichten nicht zu schlagen war. Sowohl der Deutschlehrer als auch die Englischlehrerin schmolzen geradezu dahin, wenn sie mich hörten. Weihnachten nahte und somit die aus diesem Anlass übliche Feier in der Aula. Mir wurde aufgetragen, ein Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer vorzutragen. Doch kaum hatte ich geendet und wieder in der vordersten Reihe Platz genommen, war da ein Mädchen aufs Podest gestiegen und sprach die Verse. Ein frommer Zauber hält mich nieder. Anbetend, staunend muss ich stehen. Es singt auf meine Augenlider ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühl's. Ein Wunder ist geschehen. Es war das Mädchen, dessen Gesicht mich schon lange begleitet hatte. Die Blonde mit der zarten Gestalt vom zweiten oder dritten Rang des Magdeburger Theaters. Ich ließ sie nun nicht mehr aus den Augen. Weder auf dem Schulhof, noch an den Wochenenden, wenn wir Oberschüler uns auf den Tanzböden vergnügten. Im für jedermann zugänglichen Stadtpark oder in der für Penela feineren Villa Bismarck. Ich brachte sie auch manchmal schon nach Hause. Sie ging 2 Jahrgänge über mir zur Schule und hieß Helga Franke. Ich war 15,5, sie wurde 18. Ein gutes Jahr verging noch. Zu ihrem Abiturientenball war es soweit, dass wir uns schworen, für immer zusammenzubleiben. Thank you.
Fließe, fließe, Fluss, Land ein, sprenge alle Deiche. Deine Brandung will ich sein oder deine Leiche. Wie stets, wenn Achim Zeilen einfielen, ungewollt und plötzlich, verfolgten sie ihn in Gedanken, ließen sich nicht mehr daraus verscheuchen. Ulrike lag neben ihm auf einer mitgebrachten Wolldecke im Sand zwischen den Weidebüschen am Ufer. Sie hatte den ziehenden Wolken nachgeschaut und Figuren geraten. Der zähnefletschende Rachen eines Raubtieres, die Finger einer Hand beim Schwur. Jetzt sagte sie: »Ich gehe ins Wasser!« Sofort verband er ihre Worte mit seinem Wort und ihn durchlief ein Schauder. Sie spürte es und lachte. Und da sie die wahre Ursache seines Erschreckens nicht wissen konnte, beugte sie sich über ihn, streifte mit einem sanften Kuss seine Lippen und fragte: »Hast du Angst vor der Kälte?« Ein Kuss. »Hältst du mich für überdreht, weil ich um diese Jahreszeit baden will?« Noch ein Kuss. »Mir aber glüht wirklich die Haut, mein Junge. Fass mich doch an!« Es war Mitte April. Ein April, der wenig launisch war. Kein Lüftchen regte sich und die Sonne prallte wirklich schon heiß. Sie spiegelten sich in den Fluten und das Blinken dort, die Augen schmerzend, wurde nur von den Schaumkämmen eines seichten Wellengangs unterbrochen. Sogar die ersten Schwalben segelten schon, so warm war es geworden. Veilchen und Sauerklee blühten blau und weiß und die Weidenbüsche verstreuten ihre gelben Pollen. Und da weder die Strömung sehr heftig war, noch der Wind sich zeigte und der Fluss infolge einer Krümmung vor allem am gegenüberliegenden Ufer entlang strich, war das Wasser zwischen den schützenden Buhnen auf dieser Seite glatt und klar wie Kristall. »Ach, bist du ein Feigling«, schrie sie, »du bist wasserscheu, dich heirate ich nie.« Sie rief so laut, dass aus dem Wald gegenüber ihr Echo zurückscholl. »Nie, nie, nie.« Dann zog sie sich aus. Zum ersten Mal vor seinen Augen und so, als gehörte es längst dazu. Er sah ihren weißen Leib, war völlig überrascht und merkte, wie heiße Röte in sein Gesicht schoss. Da wandte er sich ab, versuchte aber trotzdem, mit schiefem Kopf und durch die Finger zu ihr hinüber zu blinzeln. »Sei nicht komisch«, sagte sie, »muss ich mich immer noch vor dir verstecken?« Es brach aus ihr heraus und sie konnte sich selbst nicht erklären, warum. Die Küsse, vielleicht, die Berührungen, die immer wieder gedrosselte Sehnsucht, seine zärtlichen Hände. Sie waren an die einsame Elbe gefahren, weil sie allein sein wollten und sich nirgends für sie ein ähnliches Versteck fand. Der Wald in ihrem Rücken war dicht und auf der Wasserseite trieb nur selten ein Lastkahn vorüber. Vielleicht aber war sie nur glücklich an diesem Tag und deshalb besonders empfänglich für seine Liebkosungen. »Ulrike, wie schön du bist. Achim, und nur der Fluss kennt unser Glück.« Die Wellen klatschten. Wind kam nun doch auf und bald die Dämmerung. Da erst befreiten sie sich voneinander. Unbewusst setzten die Verse sich in ihm fort. »Schone den nicht, der am Rand müßig steht und feige. Fruchtbar wird durch dich das Land. Liebste, komm und schweige.« Ja, wie hat alles begonnen? Das hängt gewiss generell mit meiner Sucht zu schreiben zusammen und würde bis zurück in meine Jugend zu verfolgen sein. Ich hatte bereits Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben, manches in der Zeitung veröffentlicht. Dann aber geschah etwas sehr Aufregendes für mich. Als 1960 eine längere Erzählung von mir, die Regengeschichte, in der Literaturzeitschrift NDL erschien,
erhielt ich umgehend einen Brief von Anna Segers, die ich sehr verehrte. Sie fand ein paar sehr lobende Worte über die Erzählung, was in dem Satz gipfelte: So etwas sollte man nicht verschweigen in einer Zeit, in der sehr viel krampfhaftes und langweiliges Zeug geschrieben wird. So etwas hat mich selbstverständlich ermutigt. Als Reporter war ich ständig unterwegs gewesen. Ich sah die ganze Republik als eine Art Großbaustelle. Da drängte sich das Bild, dass Baller seine Spur der Steine von Baustelle zu Baustelle zog, ja von selbst auf. Stoff in Hülle und Fülle. Die Handlung war bis in jedes Kapitel hinein durchkomponiert. Wie viel Kapitel soll es umfassen? Und welche Handlungsstränge kreuzen sich wo? Dann Kapitel für Kapitel, gegliedert in die einzelnen Teile. Das alles schön überschaubar, wiederum auf einer DIN A4-Seite mit Filzstiften in mehreren Farben gekennzeichnet und auch schon mit geschätzten Zeilenumfängen versehen. Meine Geschichten, vor allem die der Romane, trage ich jahrelang mit mir im Kopf herum, ehe sie Gestalt annehmen. Über den Frieden im Osten dachte ich nach, seitdem ich Student war. Von der Stunde an, als ich begriff, dass ich dem Faschismus entronnen war und zu einem durch und durch humanistischen Denken gefunden hatte. Jahrelang lebte ich dann selber die Handlung, wie sie heute nachzulesen ist, lernte die Konflikte anderer kennen, ließ weg, fügte hinzu, baute daraus eine Fabel und konnte doch jederzeit die Geschichte durch gezielte Recherchen vertiefen. Meine erste Kritikerin allerdings, meine erste kluge Leserin, war stets Helga gewesen, vor der ich keine Hemmungen zu haben brauchte, wenn ich mich vor ihr sozusagen literarisch auszog, mich mit meinen Texten noch völlig nackt fühlte. Ich las ihr an vielen Abenden aus dem Manuskript vor und sie ging dann später noch einmal in aller Ruhe dem Geschriebenen nach. Ich kenne die Weltliteratur quer durch die Zeiten und rund um den Erdball, von den alten Griechen bis zur sächsischen Dichterschule, von der kirgisischen Steppe bis zu den Großstadtdschungeln Südamerikas. Allerdings, jeder, der schreibt, hat gewiss auch seine Lieblingsautoren, die berühmten fünf, die man mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Bei mir wäre das Rot und Schwarz von Stendhal, Krieg und Frieden von Tolstoi, Johann Christoph von Romain Rolland, Früchte des Zorns von John Steinbeck und Der stille Don von Michail Scholochow. Alle paar Jahre freilich ändert sich das auch wieder. Wenn es jemanden geben sollte, der mich sichtbar beeinflusst hat, so könnte es oder mit Bestimmung gar Hemingway sein. Unter dem Eindruck, den der alte Mann und das Meer bei mir hinterlassen hatte, entstand meine Erzählung Der Hirt. Sie war für mich als ein Formexperiment Prosa zu schreiben gedacht. Als sie dann als selbstständiges Buch erschien, sagte ich in der Vorbemerkung von ihr: Ich habe meine weltanschaulichen und künstlerischen Positionen niemals verengen wollen und sie stets so weit zu spannen versucht, dass sie alle Menschen in meinem Lande erreichen, mit denen ich lebe und für die ich schreibe. Zu ihnen gehören die Gatz genauso wie die Godefreds. Für mich war die Geschichte überdies der Beweis, dass meine Fantasie noch intakt ist. Und dann konnte ich den alten Mann aus Pommern, wie jener Santiago von der kubanischen Küste, seinen langen Weg zu den Menschen gehen lassen. In die Akademie der Künste der DDR war ich 1974 gewählt worden, gemeinsam mit Christa Wolf. Und schon, als ich die Mitteilung darüber erhielt, fühlte ich mich außerordentlich geehrt. Ich wehre mich dagegen, es Eitelkeit zu nennen. Dass einem Jungen, der ans Realgymnasium kommandiert wurde, als ihm Grammatik und Orthographie des Deutschen noch keinesfalls sehr geläufig waren, der aber nun diesem erlauchten Gremium mit den berühmten Namen angehören sollte. Die Akademie der Künste, was ich anfangs so nicht vermutet, wurde zu meiner zweiten Universität. Die geistige Atmosphäre dort, die Höhe des künstlerischen und wissenschaftlichen Meinungsstreits bei so vielen unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten, demzufolge auch Handschriften, konnte nur befruchtend auf mich und mein Schaffen sein.
Nach dem Tod von Helga war es für mich nur noch ein Rest von Leben, von dem ich nichts mehr zu erwarten glaubte. Im Oktober, nach einem, wie es mir später schien, allein für uns beide noch samtweich gemachten Sommer, kam sie ins Elisabeth-Krankenhaus in Halle. Diagnose Krebs der Bauchspeicheldrüse, diesem gemeinsten aller Organe. Für eine Operation stellte sich nun heraus, war es zu spät. Und nach 2 Wochen erhielt ich auf mein Bitten hin von den Ärzten die Erlaubnis, mit ihr gemeinsam im selben Zimmer zu sein. Helga dämmerte zunehmend dahin. 5 Tage und Nächte dauerte es noch. Ich vernahm ihren letzten Seufzer, war dicht an ihrer Seite, fühlte ihre Hand erschlaffen und schloss ihr die Augen. In mir blieb nichts als nur eine große Leere. Und ich weinte wohl hemmungslos. Bis dahin habe ich später meine Gefühle in dem Band Verdämmerung niederzuschreiben versucht. Mich erfasst noch heute, sobald ich daran zurückdenke, eine tiefe Befriedigung darüber, dass es mir wenigstens vergönnt war, Helga in ihren letzten Stunden zu begleiten, ihr noch bis zum letzten Augenblick von der Wärme zu geben, die wir ein Leben lang füreinander empfunden hatten. Danach erfüllte mich dann nur noch ein riesenhafter Schmerz. Ich wusste wochenlang nicht, vielleicht bis in die Mitte des nächsten Jahres hinein, was mit mir geschehen war. Ich war wie traumatisiert. Abend für Abend begann ich nun Gedichte zu schreiben, Helga gewidmet, saß bis in die Nächte hinein, weil ich fürchtete, unser Schlafzimmer zu betreten. Alles, jeder Winkel im Haus erinnerte mich an sie. Und je mehr ich sie vermisste, desto elender war mir zumute. Ich griff zum Alkohol, glaubte mich damit betäuben zu können und verstieg mich bereits in Suizidgedanken. Die Gedichte, die diese Stimmungen extrem zum Ausdruck bringen, habe ich dann später, nachdem ich mich wieder gefangen hatte, natürlich bewusst nicht in dem Band Die Liebe und der Tod aufgenommen. Stattdessen aber eine Anzahl von jenen, die ich Helga vom ersten Tage unseres Zusammenseins an geschrieben hatte. Gedenken. Sie hat ihr Leben mir gewidmet und unseren Kindern ihre Kraft. Sie war enttäuscht von jeder Lüge und hat sich trotzdem aufgerafft, um zu verstehen, zu verzeihen. Der feuchte Glanz in ihrem Blick verriet jedoch, dass sie es schmerzte. Ach, könnten wir ihr jetzt zurück das geben, was sie stets begehrte? Vertrauen, wie sie es uns vergalt. Es wäre, als würde sie noch leben, uns allen ein Zusammenhalt. Meine Bücher sind so geschrieben, dass man sie, wenn man sich führen lassen will, verstehen kann. Als ich jung war, verstand ich sogar bei Sachs Vater Goriot und verlorene Illusionen. Und obwohl die dort beschriebene Welt des nachnapoleonischen Frankreich nun wirklich weit entfernter von mir lag als die DDR den jungen Leuten heute. Ein Literaturinteresse und ein wenig Geschichtsbewusstsein allerdings müssten sie wohl mitbringen. Hatte ich denn nicht schon an Georg Forsters Wort erinnert, worin des Schriftstellers höchste Pflicht besteht? Zur Erweiterung des Reichs der Wahrheit aus allen Kräften beizutragen und der damit verknüpften Gefahr ruhig entgegenzusehen. Ich halte mich an das Wort eines Dichters, diesmal Franz Grillparzers. Will unsere Zeit mich bestreiten, ich lasse es ruhig geschehen. Ich komme aus anderen Zeiten und hoffe, in andere zu gehen. Mein Glück war, ich betone mein Glück, fast ein halbes Jahrhundert, meine schöpferischsten Jahre in einer Gesellschaft gelebt zu haben, die von Grund auf den humanistischen Idealen der Menschheit verpflichtet war, die der Solidarität und nicht der Konkurrenz den Vorzug gab und daran, an ihrer Gestaltung selbst nach besten Kräften mitgearbeitet zu haben. Für soziale Gerechtigkeit, für die Würde des weiblichen Geschlechts, für gleiche Bildung für alle
und kostenlose Gesundheitsfürsorge und. Mein Glück war auch, dass ich in all dieser Zeit die Frau, die ich liebte, an meiner Seite hatte. Und dazu gehört natürlich, dass mir, um schließlich selbst schreiben zu können, als Arbeiterjunge so viel Wissen aneignen konnte, wie ich wollte. Also ich kann es nicht leugnen. Ich bin ein Kind der DDR. Der Stadt Schönebeck, vielen Dank für die angemessene Würdigung von Erik Neutsch zu seinem 90. Geburtstag. Für Neutsch war Schönebeck ja ein ganz wichtiger Ausgangspunkt in seinem Leben und für seine Werke. Deshalb ist es uns auch sehr wichtig, dass wir hier in Schönebeck doch so viel Unterstützung finden in der Stadt, aber auch beispielsweise durch Personen von Hans-Joachim Lindner, Roland Klaus, der im Vorstand der Neutsch-Stiftung ist, und Frau Schmidt hier vom Geburtshaus von Erik Neutsch. Das ist uns schon mal sehr wichtig. Mit der Gründung der Stiftung im Jahr 2006 hat Erik Neutsch der Stiftung, die unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet, sein gesamtes literarisches Erbe vermacht. Auch seine Bibliothek, seine Erstausgaben. Ihm war sehr wichtig, dass wir mit diesem literarischen Erbe auch in der Öffentlichkeit umgehen, dass wir Lesungen machen, dass wir Theaterveranstaltungen unterstützen, Filmvorführungen. Und ich denke, dass die Arbeit der Erik-Neutsch-Stiftung zeigt die große Resonanz auch heute noch auf Erik Neutsch. Die Autorenbibliothek von Erik Neutsch steht im Großen Schloss in Blankenburg und wird auch durchaus sehr interessiert von vielen Gästen des Schlosses besucht. Wir haben im Großen Schloss auch eine ganze Reihe von Lesungen gemacht. Und besonders wichtig auch im Jahr des 90. Geburtstags von Erik Neutsch ist uns der Literaturwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren, den wir ausgeschrieben haben. Es haben sich 86 junge Menschen beteiligt mit Prosatexten und 20 mit Lyriktexten. Die Jury hatte ganz schön zu tun und wir werden am 8. August in diesem Jahr in Berlin im Haus der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Preise vergeben. Ich denke, Erik Neutsch hätte sich sehr darüber gefreut, denn das erste Preisausschreiben haben wir gemeinsam mit ihm noch gemacht im Jahr 2012. Und kurz vor seinem Tod, das war auch sein letzter öffentlicher Auftritt, kurz vor seinem Tod die Preise verliehen für diesen Literaturwettbewerb. Ich möchte allen Beteiligten an diesem Film herzlich danken. Es war ja viel Arbeit, viel Mühe, die damit verbunden war. Und ich möchte jeden, der Interesse hat an der Erik-Neutsch-Stiftung, einladen, sich bei uns zu melden und vielleicht mitzutun. Wenn Ihnen diese Vorlesung gefallen hat, haben wir in den folgenden Veranstaltungen eine passende für Sie dabei. In der Ausstellung Reise durch die Zeit im Stil der alten Meister im Soleturm des Kunsthofs Bad Salzelmen vom 8. August bis zum 3. Oktober 2021 können interessierte Besucher fast 90 Bilder in Öl betrachten. Von denen sind circa 8 freie Kopien berühmter Meister aus dem Mittelalter.
Alle anderen Bilder sind Ideen und Inspirationen der Künstlerin Irina Nicole Giese, die in Realismus, Postrealismus und Impressionismus gemalt sind. Die Ausstellung thematisiert das Ergebnis der Verschiebungen des Vergangenen und des Zukünftigen. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist jeweils dienstags bis sonntags sowie feiertags von 13 bis 18 Uhr. Am 15. August 2021 ist die Künstlerin selbst zugegen. Anlässlich des 160-jährigen Jubiläums von Union 1861 Schönebeck als Rechtsnachfolger der früheren Männerturnvereine MTV Groß Salze und Schönebeck bietet der Verein allen Sportbegeisterten einen weiteren sportlichen Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte. Ein Sportevent für jedermann, alle Abteilungen des Vereins stellen ihre Sportarten vor, viele Sponsoren sind dabei, ein großes Kinderfest ist im Programm, sowie viele sportliche Auftritte und für das leibliche Wohl wird selbstverständlich auch gesorgt. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr im Unionstadion an der Magdeburger Straße. Der Eintritt ist natürlich kostenfrei. Heike Schmandt, Benedikt Döring und Frank Sieweck von den Barbier Heimatfreunden und Michael Pitschka vom Rosenburger Kultur- und Karnevalsverein haben auch in diesen Sommermonaten ihre Narrenkappen gegen Textbücher und Regieanweisungen eingetauscht. Und jetzt fiebern sie der Premiere der Komödie Cash und ewig rauschen die Gelder von Michael Cooney entgegen. Am Sonnabend, den 21. August 2021, ist es um 16 Uhr soweit. Dann heißt es im Schlosspark der Elbestadt Bühne frei für die Inszenierung von Stefan Wapenhans. Dass sich die Komödie am Prinzesschen in den zurückliegenden 8 Jahren zu einem festen Bestandteil des Kulturkalenders entwickelt hat, beweist auch die Tatsache, dass 2 Vorstellungen bereits ausverkauft sind. Doch das muss niemanden verunsichern. Denn für die Aufführungen am 22., 27. und 29. August, jeweils ab 16 Uhr, gibt es in jedem Fall noch Tickets im Vorverkauf. In Barbie bei Lotto Krabbes, in Kalbe bei Lotto Haupt, in Groß-Rosenburg bei Lotto Ernst, in den Schönebecker Stadtinformationen sowie unter reservix.de. Theater, speziell für Kinder, eingebettet in die besondere Kulisse des Ringheiligtums. Für Familien- oder Kindertagesstätten hat der Salzerkreis mit dem Theaterstück An der Arche um 8 des Theaterensembles Poetenpark aus Potsdam ein besonderes Angebot am kommenden Sonntag, den 29. August und Montag, den 30. August 2021 arrangiert. Beginn der Vorstellung ist um 14 und 16 Uhr sowie am Montag um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Theaterstück An der Arche um 8 richtet sich an Kinder ab 5 Jahren und wurde im Jahre seiner Uraufführung 2006 mit dem Deutschen Kindertheaterpreis ausgezeichnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.theater-poetenpark.de. Die Erik-Neuth-Stiftung lädt am Donnerstag, den 2. September 2021 um 19 Uhr zu einer musikalischen Lesung in den Kunsthof Bad Salzelmen ein. Am 21. Juni 2021 wäre der Schönebecker Schriftsteller Erik Neuth 90 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren wurde nicht nur ein Weg im Schillergarten in seiner Heimatstadt benannt, sondern auch ein Film mit Lesungen aus den Werken Friede im Osten Buch 1 und Spur des Lebens gedreht. Für die Veranstaltung gelten die dann gültigen Corona-Regeln. Der Eintritt ist kostenfrei. Der Sohlepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 3. September 2021, alle Interessierten zum Rundgang Gradierwerk am Abend ein. Die Besichtigung beginnt um 20 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen. Nicht nur tagsüber beeindruckt das imposante Gradierwerk die Besucher des Kurparks. Vor allem in abendlicher Dämmerung geht von dem imposanten Bauwerk eine faszinierende Ausstrahlung aus. Nach einem Einblick in die Geschichte und den Nutzen des Gradierwerks krönt, in Abhängigkeit der Witterung, der anschließende Aufstieg den abendlichen Rundgang. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Zum Open-Air-Kultkino auf der Kurparkbühne lädt EMS zum 11. Mal Besucher in den Kurpark ein. Ab 20.30 Uhr wird der Film The Greatest Showman mit der Hauptrolle von Hugh Jackman und Zac Efron präsentiert. Der Eintritt ist frei. Sitzplätze stehen auf den Sitzbänken vor der Bühne oder mit eigenem Campingstuhl oder Kuscheldecke bereit. Es wird darum gebeten, alle Hygienehinweise zu beachten.
Am 4. September führen die Stadt Kalbe, der Bollenverein und die Kalbenser Handelsgesellschaft ganztägig das diesjährige Bollenfest auf dem Marktplatz in Kalbe durch. Aufgrund der Pandemie sind zum Fest maximal 1000 Besucher zugelassen. An den zwei Eingängen über die Bernburger Straße und die Schlossstraße müssen alle Gäste schriftlich oder elektronisch registriert werden. Um hier längere Wartezeiten zu vermeiden, kann man sich im Vorhinein die Luca-App herunterladen. An den jeweiligen Einlässen ist zudem nachzuweisen, ob man geimpft, genesen oder aktuell getestet ist. Von 10 bis 1 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Tagesprogramm. Kindervorlesungen, Markenbotschafterinnen und Hoheiten aus anderen Regionen, Schlager- und Unterhaltungsmusik, Bollenschälwettbewerb, eine große Modenschau, Kabarett und am Abend Live-Musik mit einer tollen Band. Der Eintritt ist kostenfrei. Der Kunsthof Bad Salzemmen lädt am Sonntag, dem 5. September 2021, zum nächsten Schausieden am Sonntag ein. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsiederinnen und Salzsieder bei der Arbeit im Schausiederhaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gerne Fragen zu diesem alten Handwerk, das die Schönebecker Stadtgeschichte maßgeblich geprägt hat. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, sich auf einen geführten Rundgang durch den Soleturm und abhängig von den Witterungsbedingungen auf das Gradierwerk zu begeben. Von dort aus können die Besucher die Aussicht aus 20 Metern Höhe in den Kurpark sowie in die Magdeburger Börde genießen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um Anmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Die nächste Yogastunde im Ringheiligtum ist am Sonntag, den 12. September um 9 Uhr geplant. Die Kursgebühr beträgt 14,50 Euro. Anmeldungen sind bis zum 9. September möglich unter kultur@kreis-slk.de. Der 6. Salzland-Radeltag findet am Sonntag, den 12.09.2021 statt. Die Veranstalter EMS, RRF, Kleinmühling und als Gastgeber die Gemeinde Ilberstedt führen die traditionelle Sternfahrt nun in diesem Jahr durch. Da sich einige Touren noch nicht wieder organisieren konnten, hoffen die Veranstalter auch auf Privattouren, egal ob zu zweit oder in Gruppen. Das Gelände auf dem Sportplatz in Ilberstedt kann von Gästen bereits ab 10 Uhr besucht werden. Bis 17 Uhr ist für Unterhaltung und gastronomische Betreuung gesorgt. Insgesamt 9 Touren werden gegen 11.30 Uhr auf dem Gelände eintreffen. Mit der Ziehung der Hauptpreise der Tombola wird das Radlerfest gegen 14.30 Uhr zumindest für die Radtouren ausklingen. Jeder Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich an der Tour teil. Startgeld der Touren beträgt für Erwachsene 2 Euro, Kinder starten kostenfrei. Es wird auch bei schlechtem Wetter gefahren. Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch unter 03471 62 35 94. Zum Tag des offenen Unternehmens war bereits im vergangenen Jahr ein reger Ansturm vorzufinden. 13 Unternehmen Schönebecks laden interessierte Besucher und Besucherinnen dazu ein, sich ein Bild von ihren jeweiligen Betrieben zu machen. Ganz nach dem Motto reinschauen und kennenlernen. Am 25.09.2021 ab 10 Uhr werden die Unternehmen der Elbstadt ihre Werkstore öffnen, um alle Interessierten einen exklusiven Blick zu ermöglichen. Neben Betriebsführungen oder Vorführungen nehmen sich die Mitarbeiter persönlich Zeit, um die Fragen der Gäste zu beantworten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem produzierten Gewerbe und dem Handwerk. Die tragende Rolle bildet die Suche nach Auszubildenden, Praktikanten und neuen Mitarbeitern. Ziel ist es, alles über die Arbeit und die Dienstleistungen der Unternehmen zu erfahren und wichtige Fragen zu beantworten. Der Wirtschaftsrat und die Wirtschaftsförderung der Stadt Schönebeck freut sich, den Tag der offenen Unternehmen durchführen zu können. Das war's mit den Veranstaltungen. Begleiten Sie uns jetzt in die 80er Jahren Schönebecks mit dem Thema Kinderferienlager aus Vor der Wende Teil 4. Ferienlager ist ein Oberbegriff für Ferienveranstaltungen in der Jugendarbeit, die als Gruppenfahrt durchgeführt werden. Häufig werden Ferienlager als Zeltlager, zum Teil aber auch in Jugendherbergen oder ähnlichen Einrichtungen durchgeführt. Der Begriff Ferienlager beschreibt aber nicht nur die Ferienveranstaltung, sondern kann auch die Einrichtung beschreiben, in der diese Veranstaltung durchgeführt wurde.
Die Tradition solcher Veranstaltungen geht bis in die Jugendbewegung des frühen 20. Jahrhunderts zurück. In der DDR gab es sogenannte Betriebsferienlager, die hauptsächlich von Großbetrieben für Kinder der Beschäftigten unterhalten wurden. Außerdem gab es Pionierferienlager, die über die Schulen in Zusammenarbeit mit der Pionierorganisation und der FDJ organisiert wurden. Auch die Pionierlager hatten Großbetriebe als Träger. Geleitet wurden die Pionierlager durch hauptamtliche Mitarbeiter der FDJ-Kreisleitungen und als Gruppenleiter waren Studenten eingesetzt, die als Pionierleiter und Lehrer ausgebildet wurden. Die Schönebecker Betriebe verfügten über mehrere Kinderferienlager. Hier verbrachten Schönebecker Kinder abwechslungsreiche und unbeschwerte Ferien in Alt-Globsow. Kleinere Betriebe, die keine eigenen Ferienlager hatten, beteiligten sich an den Lagern der größeren Betriebe. Dabei war der Betrag, den die Eltern für die Teilnahme ihrer Kinder am Ferienlager zu zahlen hatten, bestenfalls symbolisch zu nennen. Wir hoffen, Ihnen hat der Einblick gefallen. Kommen wir nun zum Wetter. Das Wetter wird wolkig und regnerisch. Erfahren Sie mehr. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Der Samstag begrüßt uns bei 11 Grad mit bedeckten Aussichten. Tagsüber wird es regnerisch und die Temperaturwerte können bis zu 19 Grad ansteigen. Auf den Sonntag hin bleibt es gleichbleibend regnerisch. Den Tag über bewegen sich die Temperaturwerte zwischen 14 und 19 Grad. Die neue Woche startet mit gleichbleibendem bewölktem Himmel. Bei Temperaturen von 14 bis 18 Grad kann mit erneutem Niederschlag gerechnet werden. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das war das Wetter für die nächsten 3 Tage. Leider sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wir freuen uns, Sie nächsten Montag wieder begrüßen zu dürfen.